Die Frau Ministerin Josef Czap, SPÖ, ist nun an Bord. Es muss eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit sein. Und das ist genau die entscheidende Richtlinie. Und es geht genau darum, dass hier die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte hier eine wesentliche Berücksichtigung finden. Und sie hat auch gesagt, dass das natürlich durch mehrere Ressorts durchgehen muss. Das muss die Bildung, die Soziales und vieles andere auch berücksichtigen. Aber ich glaube, dass man in dieser ganzen Debatte auch einen Hintergrund sehen müsste, der über die Sicherheitspolitik hinausgeht. Sicherheitspolitik hat oft so eine Reparaturfunktion, wenn es in der Gesellschaft einmal nicht funktioniert. Und da muss man sich auch die Frage stellen, also warum gibt es überhaupt den islamischen Staat? Nicht nur die Frage stellen, warum finden Jugendliche es attraktiv, dorthin zu gehen und dort mitzukämpfen, sondern warum gibt es ihn überhaupt? Das sind Versäumnisse der Außenpolitik zum Beispiel. Ja, man hat Gaddafi besiegt und getötet, aber was dann war, hat dann keiner wirklich beantworten können. Oder man hat Saddam Hussein im Irakkrieg bekämpft, besiegt, getötet, aber was ist dann? Und wenn man da kein Konzept hat und nicht weiß, wie man einen Weg in Richtung Demokratie auch geht, und wenn man dabei auch kein Konzept hat, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, und da spielt vieles auch an Fehlentwicklung in der Weltwirtschaft genauso eine Rolle wie in einzelnen nationalstaatlichen Rahmen. Wenn Sie sich die Vorstädte von Paris oder anderen europäischen Staaten ansehen, das sind die Rekrutierungsfelder für die Kämpfer des islamischen Staates. Das hat einen sozialen Hintergrund, das hat einen wirtschaftlichen Hintergrund, das hat viele integrationspolitischen Hintergrund. Das muss man alles sehen. Das ist ein weit über die Grenzen der arabischen Welt hinausreichendes Phänomen. Und dann gibt es viele ungelöste Fragen. Na, völlig richtig, dass Barack Obama sagt, wir müssen Atomgespräche mit dem Iran führen, damit das, weil das eine regionale Macht ist, dass es hier zu einer Lösung kommt, die also eine friedenspolitische Perspektive hat. Mich beruhigt zwar auch nicht, dass Pakistan die Atombombe hat, aber es ist jedenfalls ein wesentlicher Schritt in diese Richtung. Ich halte die Wahl Netanyahus zum israelischen Präsidenten, das ist zu respektieren, das ist eine demokratische Wahl, aber für Israel und für den friedenspolitischen Prozess für ein Unglück. Ja, wenn er wieder sagt, er will eigentlich keine Zwei-Staaten-Lösung, da kann er jetzt zurückrudern, so viel er will. Oder wenn er sagt, wieso gingen in Massen arabische Wähler hin, wo sind die anderen Wähler in Israel? Das ist eine Form des Dialoges und der Kultur mit der arabischen Welt, die einer der Wurzeln ist, warum das heute so ist, wie es ist. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, man kann nicht mit über einer Milliarde Muslime in einem permanenten Kriegszustand leben. Natürlich nicht. Das geht auch nicht. Also man muss hier versuchen, mit den Muslimen, die hier genau diese islamistische Bedrohung ebenfalls als Bedrohung empfinden und mit vielen anderen auch, hier diese Auseinandersetzung führen. Und die Ärmsten sind in Wahrheit diejenigen, die in den Sicherheitsapparaten tätig sind. Ja, weil die müssen am Schluss, wenn dann das Soziale und das Wirtschaftliche und das alles nicht funktioniert hat, müssen die dann den Kopf hinhalten und müssen dann mit ihrem Leben dafür einstehen, dass hier natürlich die wichtigen sicherheitspolitischen Anforderungen auch erfüllt sind. Und damit wir richtig verstehen, mit aller Härte, mit aller Präzision, mit allem, was zur Verfügung steht, muss man diesen Kampf gegen den Terror führen. Aber man muss auch selbstkritisch sehen, dass vieles das befördert hat. Und ich habe das versucht, vorhin mit einzelnen dieser Punkte anzuführen. Und wenn die USA sich heute hinstellen und sagen, wir sind die Repräsentanten der Demokratie, der Menschenrechte und alles, und nur immer gibt es Guantanamo. Und Abu Ghraib war auch ein Signal, das ganz, ganz schädlich war. Das soll nichts entschuldigen. Nichts entschuldigen. Aber es soll jedenfalls zeigen, dass hier in Wahrheit das viel umfassender und dass das hier viel breiter zu sehen ist und dass man diesen Dialog führen muss. Und da hat man meiner Meinung nach auch einer der Versäumnisse, als so diese zarten Pflänzchen des arabischen Frühlings zu beobachten waren, hat teilweise die Europäische Staatengemeinschaft oder der sogenannte oder wirkliche Westen zugesehen. Ja? Und man hätte das müssen befördern und man hätte da müssen viel aktiver sein. Ja? Und das ist doch etwas, was für die Sicherheits... Wenn man es jetzt einmal von der sicherheitspolitischen Seite sieht, für den Mittelmeerraum eine ganz entscheidende Angelegenheit. Und da war immer ein Hoffnungspunkt Tunesien und die Verfassung und die neue, die sie sich gegeben haben. Und genau dort setzt der Terror an. Genau die wollen den schädigen, dass es dort keine Entwicklung des Tourismus gibt. Genau deswegen gibt es das dort. Ja, dass die teilweise unfähig sind und von den vier Polizisten beim Museum zwar auf einen Kaffee, einer gerade was zum Essen einkauft hat und der vierte gar nicht gekommen ist, das ist ein sicherheitspolitischer Mangel. Aber trotz alledem, auch wenn die vier da gewesen waren, diese zwei Schwerbewaffneten oder drei, die da gekommen sind, das ist
das, was natürlich dann dazu geführt hat, dass es die vielen Toten gegeben hat. Aber da muss ich sagen, da muss man im Hintergrund alles an der Wurzel anfassen, an der Wurzel anfassen. Und daher, noch einmal möchte ich aber unterstreichen, auch dabei die Balance, Freiheit und Sicherheit. Ein ganz wichtiger Satz, den Sie heute gesagt haben. Der Terror ist auch ein Resultat aus den Versäumnissen der europäischen und amerikanischen Außenpolitik und der Integrationspolitik, sagte Josef Csap.